Jedes Unternehmen braucht kaufmännische Mitarbeiter. Sie übernehmen verantwortungsvolle und verschiedene Aufgaben in der Administration. Bei der EBL stehen die Arbeiten in den Bereichen Sekretariat, Buchhaltung, Kundendienst, Verrechnung, Marketing, Vertrieb und Personalabteilung im Vordergrund. Während deiner dreijährigen Lehre bei der EBL hast du die Chance, alle Abteilungen kennenzulernen. In jedem Team trägst du die Verantwortung für deine Aufgaben selber. Du darfst aktiv und selbstständig mitschaffen, lernst viel Neues und wirst gefördert. Bei all dem erhaltest du immer Hilfe und Unterstützung von deinen Arbeitskollegen. In der Personalabteilung darfst du bei der Rekrutierung mithelfen und die neuen Mitarbeiter unter anderem mit einem Einführungstag willkommen heißen. Das Organisieren und Protokollschreiben von Sitzungen lernst du im Sekretariat. Im Marketing hast du die Chance, öffentliche Veranstaltungen zu organisieren und lernst, wie die EBL in der Öffentlichkeit vertreten wird. Alle Kunden, die die EBL persönlich aufsuchen, werden beim Empfang begrüßt. Wie du telefonisch Anliegen von Kunden bearbeitest, lernst du im Kundendienst. Der gesamte Prozess von Eigentümer- und Mieterwechsel innerhalb des Stromgebiets der EBL lernst du im Team Mutationen kennen. Die interne und externe Postbearbeitung liegt im Vertrieb unter deiner Verantwortung. Dort darfst du auch Kundenangebote erstellen. Deine Hauptaufgabe im Einkauf ist es, verschiedenstes Material für die EBL zu bestellen. Außerdem bist du dafür verantwortlich, dass das Lager immer genug Büromaterial hat. Das ist nicht einmal ein Bruchteil der Aufgaben, die dich in den 3 Jahren erwarten. Nebst dem Arbeiten wirst du noch die Berufsschule in Liestal besuchen. Außerdem profitierst du von diversen Lehrlingsprojekten und Ausflügen. Nach einer KV-Lehre bei der EBL bist du bestens für dein zukünftiges Berufsleben vorbereitet. Für die Lehre als Informatiker gibt es 3 verschiedene Fachrichtungen. Der Applikationsentwickler, der Betriebsinformatiker und der Systemtechniker. Bei der EBL werden zurzeit Betriebsinformatiker und der Systemtechniker ausgebildet. Die Ausbildung geht etwa 4 Jahre und kann zusammen mit der Berufsmatur gemacht werden. Was ein Informatiker in der EBL macht, erklären wir dir jetzt. Ein Informatiker ist für den Aufbau, die Wartung sowie für die Überwachung von allen IT-Systemen im Betrieb zuständig. Er ist dafür verantwortlich, dass die gesamte Infrastruktur rund um die Uhr funktioniert, sodass alle Mitarbeiter ungestört arbeiten können. Das Verwalten von diesen Systemen ist ein grosser Teil seiner Arbeit. Damit er den Überblick behalten kann, stehen ihm mehrere Tools zur Verfügung. Er muss zahlreiche Programme beherrschen, die ihn täglich beim Bewältigen von Aufgaben und Problemen unterstützen. Im Ernstfall ist eine schnelle Reaktionszeit und ein breites Know-how unverzichtbar. Die meisten von diesen Problemen können nur mit fortgeschrittener Kenntnis gelöst werden. Wegen dem muss der Informatiker ein grosses technisches Interesse mit sich bringen. Er ist auch dafür verantwortlich, Benutzer im Umgang mit IT-Systemen zu schulen. Außerdem ist das Durchführen und das Präsentieren von Projekten ein zentraler Bestandteil seiner Arbeit. Ein Informatiker wird immer dann gebraucht, wenn eine technische Umsetzung für ein Projekt nötig ist. Informatiker arbeiten sehr häufig mit Mitarbeitern aus allen Abteilungen vom Betrieb zusammen. Wegen dem können die Arbeiten sehr abwechslungsreich sein. Sobald es ein Problem gibt, kann der User beim Helpdesk anrufen und der Informatiker versucht so schnell wie möglich das Problem zu beheben. Auch das Einrichten von neuen Arbeitsplätzen gehört zu den Aufgaben des Informatikers. Der Netzelektriker ist dafür verantwortlich, dass der Strom vom Kraftwerk bis zum Haus kommt. Sei es über das Land oder durch den Boden. Es gibt 3 verschiedene Abteilungen. Die Freileitung, Kabelbau und der Anlagenbau. Die Ausbildung geht 3 Jahre und bietet abwechslungsreiche Arbeit. Wenn du dich entscheidest, Netzelektriker zu lernen, musst du bereit sein, bei jedem Wetter im Freien zu arbeiten. Körperlich fit sein ist genauso wichtig wie technisches Interesse und mathematisches Verständnis. Als Netzelektriker bist du immer als Team unterwegs. Gegenseitiges Vertrauen und das Tragen von Verantwortung ist unumgänglich. Die Arbeit ist immer abwechslungsreich und es gibt jeden Tag etwas Neues zu lernen.
Wenn du bei der Freileiter arbeitest, ist es deine Aufgabe, Strommasten und Leitungen instand zu halten. Beschädigte Stangen und kaputte Isolatoren auszuwechseln gehört zu deinen Aufgaben. Im Kabelbau bist du dafür zuständig, Dörfer und Städte untereinander zu vernetzen. Mit modernen Maschinen ziehst du Kabel von A nach B durch die Strassen. Im Anlagenbau haltest du grosse Trafostationen instand und tust alte Anlagen erneuern. Das Arbeiten mit Strom erfordert Vorsicht und den nötigen Respekt. Logistiker arbeitet dort, wo Ware, Brief, Paket oder Gepäckstück transportiert, gelagert und verteilt werden. Sie bereitet Ware für die Auslieferung oder den Versand vor, verpackt und beschriftet sie, erstellt Lieferpapier und beladet Fahrzeuge. Weiter prüfen sie regelmässig die Lagerbestände, sodass sie immer genug Ware bereitsteht. Sie arbeiten vor allem mit dem Computer und dem Scanner. Logistiker nehmen in Lager angelieferte Ware entgegen. Dann schauen sie, ob die Verpackung beschädigt ist. Sie kontrollieren, ob die Lieferung vollständig ist und vergleichen die Güter mit den Angaben auf dem Lieferschein. Mit Hubstapler fahren sie die Ware an den richtigen Ort und lagern sie dort. Lernende bereitet die Lieferschein vor und verpackt die Ware gut, damit sie beim Transport nicht kaputt geht. Projektmanager bestellt die Ware, die für Baustellen gebraucht wird, und macht daraus eine Kommissionierliste, die dann fürs Lager gedruckt wird. Die Lernende nimmt dann die Liste und tut die Ware ausrüsten. Wenn er alles gerüstet hat, geht er zu seinem Computer und tut die Ware, die er gerüstet hat, abbuchen. Wenn er mit dem fertig ist, macht er die Ware im Bereitstellungsraum parat. Das Lagerteam hat auch viel mit Kunden zu, die uns direkt anrufen und Ware bestellen. Mit der Lehre als Geomatiker lieferst du mit deinen täglichen Vermessungstätigkeiten die Grundlagen für die Raum- und Bauplanung sowie Entscheidungen in der Politik und Gesellschaft. Die Ausbildung als Geomatiker dauert 4 Jahre und die schulische Ergänzungen zur Praxis liefert dir die Baugewerbliche Berufsschule in Zürich. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung sind Wetterfestigkeiten, denn du willst oft draussen arbeiten, und ein mathematisches und technisches Flair. Bringst du zu deinem Interesse an Informatik und ein gut räumliches Vorstellungsvermögen mit, steht dir nichts mehr im Weg. Ein typischer Arbeitstag von einem Geomatiklernenden bei der EBL könnte in etwa so aussehen. Der Lernende bekommt von seinem Praxisausbilder einen Auftrag. Er soll für die Netzelektriker ein sogenanntes digitales Geländemodell erstellen. Das dient später beispielsweise als Grundlage für eine neue Ladestation für Elektrofahrzeuge. Der Lernende nimmt als erstes Kontakt auf mit dem internen Projektverantwortlichen der Ladestation und klärt alle wichtigen Auftragspunkte im Detail. Gleich im Anschluss fängt er mit der Vorbereitung für die Feldarbeiten an. Er stellt vorhandene Plangrundlagen zusammen, erstellt eine Checkliste für den Arbeitsablauf im Gelände und bereitet Messinstrumente und weiteres Material vor. Mit seinem Messassistent führt der Lernende am nächsten Tag die Arbeiten vor Ort durch. Zuerst informiert er die nächsten Nachbarn vor Ort über seine Tätigkeit. Dann fängt der Lehrling mit seinem Messassistent die Aufnahme an. Mit dem Messinstrument erfasst der Lernende alle nötigen Punkte mit den 3D-Koordinaten und speichert die direkt auf seinem Messinstrument ab. Er erstellt eine genaue Skizze vom Gelände. So weiss er später bei der Auswertung im Büro, wo er welche Details gemessen hat.
Er überprüft zudem fortlaufend seine Messwerte und Resultate auf die Richtigkeit und Plausibilität. Zurück im Büro exportiert der Lehrling die Daten vom Messinstrument in das Zeichnungsprogramm auf seinem Computer. Mit dem Computer berechnet er anhand der Datei ein 3D-Modell. Der Lernende wählt dafür die richtigen Berechnungsparameter und kontrolliert anschließend das fertige Modell am Bildschirm. Skizze und Notizen helfen ihm bei der Berechnung und bei der Kontrolle. Basierend auf dem Geländemodell erstellt der Lernende eine Höhenlinienplanung und beschriftet sie geeignet. Außerdem berechnet er die aktuelle Geländehöhe. In einem kurzen technischen Bericht beschreibt der Lernende den Inhalt der durchgeführten Arbeit und die wichtigsten technischen Details. Seine Skizzen und Notizen legt er im Projektordner ab. Mit seinem Praxisausbildner kontrolliert er am Schluss die ganze Arbeit und bespricht mit ihm die durchgeführten Arbeitsschritte im Detail. Das korrekte Geländemodell, die Höhenlinienplanung, die berechnete Geländehöhe und der Bericht verschickt er später per E-Mail am internen Projektleiter zu.